Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video hier von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem allerersten Skifahrt-Vlog. Ich starte diesen Vlog mal anders als gewöhnlich und zwar mit ein paar mega hübschen Szenen. Ich bin die ganze Zeit Auto gefahren, deswegen konnte ich leider nicht vloggen und habe Leon, den kennt ihr bestimmt von Instagram, dazu aufgefordert, ein paar Szenen zu filmen. Wir sind wirklich mega gut durchgekommen. Es war eine sehr gute Idee, um 5 Uhr morgens loszufahren, auch wenn ich davor dachte, ich schaffe das nicht mit meinem Schlafrhythmus. Unsere Fahrt wurde um einiges erleichtert, da wir eine sehr große Auswahl an Hörbüchern hatten, die wir hören konnten auf BookBeat. Da hat man nämlich Zugang zu mehr als 50.000 Hörbüchern und kann die auf dem Smartphone, aber eben auch über CarPlay anhören. Da ich nicht wusste, wie der Handyempfang dort ist, beziehungsweise das Netz, habe ich mir ein paar Hörbücher auch runtergeladen. Ich muss aber sagen, dass ich sehr viele Hörbücher auch einfach so streamen konnte, weil wir Glück hatten mit dem Netz. Hier hören wir zum Beispiel auch Try Hard von Marcel, ist tatsächlich auch auf BookBeat erhältlich. Das heißt, ihr könnt es dort auch streamen. Finde ich mega, mega cool. Und ich muss mich ja als die Person outen, die das Buch noch nicht mal zu Ende gelesen hat. Deswegen habe ich das auf dieser Fahrt auch nachgeholt. Wir mussten also nicht nur die Hörbücher offline hören, die ich mir runtergeladen habe, sondern konnten auch aktuelle Hörbücher einfach streamen. Ich habe euch BookBeat ja schon mal auf Instagram gezeigt und ich feiere da einfach, dass es so unglaublich viele Kategorien gibt und super viele Inspirationslisten. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt einen speziellen Titel wissen, sondern könnt euch einfach inspirieren lassen. Könnt euch eure Lieblingsbücher auch in der App unter meine Bücher einfach speichern, damit ihr sie nicht verliert. Es gibt auch, ist jetzt vielleicht bei der Autofahrt nicht ganz so gut mit dem Schlaftimer, aber es gibt einen Schlaftimer und damit verpasst du dann auch keine Minute, kannst dir einfach einen Timer stellen, dann geht BookBeat einfach aus. Die Geschichte stoppt dann, wenn du wahrscheinlich eingeschlafen bist. Sonst kannst du sie auch einfach wieder starten. Du kannst auch die Geschwindigkeit erhöhen, falls du irgendwie ein bisschen schneller alles hören möchtest. Ich finde, das ist einfach eine mega coole Sache. Du kannst so viele Hörbücher im Monat hören, wie du willst, wo immer du willst. Wie gesagt, im Auto war das jetzt einfach perfekt für uns und es gibt für jeden das passende Abo. Es startet auch schon ab 9,99 €. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und der Link ist oben in der Infobox. Wir sind angekommen! Leute, wir sind angekommen. 3 von uns sind angekommen, und zwar Marcel, Leon und ich. Ich bin nämlich die ganze Fahrt durchgefahren. Es war so krass. Das war, glaube ich, auch unter anderem, weil wir wirklich sehr gute Unterhaltung hatten. Danke zum Beispiel BookBeat, aber wir haben auch zwischendurch Musik gehört. Aber es war einfach mega cool und abwechslungsreich. Und wir sind, glaube ich, noch nie hierher. Wir waren jetzt hier schon 2-mal so schnell durchgefahren wie heute. Wir hatten einfach fast keinen Stau und ich weiß nicht, ich bin so happy. Wir sind ja um 5 Uhr morgens aufgestanden. Dann sind wir so um 6.30 Uhr ungefähr auf der Autobahn gewesen. Um 13.10 Uhr einfach angekommen. Ja, moin. Und ich bin die ganze Zeit durchgefahren. Tschakka! Jetzt sind wir gerade in Südtirol. Bei der Weißen Lilie. Bei dem lieben Horst. Wir haben diesmal ein anderes Zimmer als sonst. Marcel ist gerade auf Toilette, wie ihr seht. Mein kleines Model. Und ja, es kommen jetzt noch Anne, meine Schwester. Leon ist ja da. Der ist schon in seinem Zimmer. Und Marcels Eltern sind auch dabei. Das sind meine Sachen. Meine Skisachen habe ich hier alles schon ausgepackt und ausgebreitet. Diese Stufen. Schon so richtig wie so ein zweites Zuhause irgendwie. Hier riecht es immer so richtig lecker und gemütlich. Ja. Mein Auto steht gerade noch hier und das müssen wir jetzt umpacken. Auf diesen schönen Küchenplatz. Das Horst und Marcels Eltern. Hallo. Hallo. Das ist Horst. Ich bin froh, dass ihr wieder hier seid. Ja, wir sind auch froh. Ja, super. Das Wetter passt. Ja, übel. Das stimmt. Das hoffe ich. Nur da tun wir so. Und das ist halt wichtig, alles. Wir sind in diesem Flur. Und dann gibt es hier natürlich noch einen weiteren Flur. Hier Robin. Oh Gott, ich bin jetzt schon aus Atem. Wie soll das werden? Genau. Und da ist der TV-Raum. Hier können sie auch ihre Zeit verbringen. So Leute, dieser Moment, wenn wir jetzt einfach da hochfahren, ist absolut steil. Richtig rausgestolpert. Oh mein Gott, wie schön ist es. So Leute, wir sind jetzt hier auf einem so krass hohen Berg und es ist so traurig, dass man keine Aussicht hat. Es ist so neblig. Deswegen fahren wir wahrscheinlich auch nicht ganz nach oben, weil wir einfach komplett im Nebel sein werden. Aber wir werden jetzt hier runter brettern. Und sie hat uns schon gesagt, was richtig gruselig ist. Wir dürfen nur bis zu dieser Kante dort fahren, weil sonst ist es einfach schwarz und das wollen wir nicht. Leute, dieser Moment, wenn da hinten die Leute einfach mit dem Skilift im Nirgendwo verschwinden.
Geil. So Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen, große Piste. Wir diskutieren gerade, ob wir die fahren sollen oder nicht. Wie geil ist dieser Ausblick, bitte. Oh mein Gott. Und traust du dich, die zu fahren? Ja, ich traue mich, sie zu fahren. Okay. Leute, wir probieren die rote Piste. Yes! Einfach so vorbeigeslidet. Geil. Das sind die anderen. Wo? Sehen Sie nicht? Da, ganz vorne. Anne, wink mal. Ach, da. Ja, erste Abfahrt geschafft hier, ne? Yes. So, jetzt wird erstmal lecker Kaiserschmarrn gegessen und Käsespätzle, delicious. Und die sind gerade vom Skikurs hier wiedergekommen, ne? Wie war's? Frisch reingeschneidet. Wir sind jetzt Profis. Ja, ja, ja. Und wir sind die rote Piste gefahren, das war richtig cool. Jetzt gibt's erstmal eine Stärkung und dann geht's weiter. So Leute, ein erfolgreicher Skitag. Ich habe mich aber ein bisschen, ich weiß jetzt nicht verletzt, aber ich habe voll den krassen Bluterguss am Bein. Kann ich euch mal gleich ein Foto wieder einblenden? Wir gehen jetzt essen, aber irgendwie auf eine interessante Art und Weise. Yay! Und zwar gehen wir, fahren wir mit dem Auto, das ist eigentlich abgeholt, auf irgendeinen Berg und dann fahren wir noch, wenn man die Hütte irgendwie anders nicht erreicht, mit einem Skidoo. Oder mit einem Quad. Je nachdem. Lichtschrankkammer. Es ist zu dunkel. Wir fahren gerade den Berg hoch. Falls ihr euch noch an die Autofahrt letztes Jahr erinnert, dann wisst ihr, wie krass Paranoia ich gerade habe. Aber eben im Sommer mit dem Fahrrad hochzufahren. Ja, perfekt. Ja, das Schöne dort. Ganz schön. Oh, sind die groß. Oh, shit, das ist ein Unschuld. Krass, aber ich hab das noch nie gesehen. Schöne Aussicht, dafür hat es sich gelohnt. Ich habe meine neuen Winterschuhe an. Ich geb dir Kieleiche. Perfekt. Oh Gott, ich sehe so wasted aus. Okay, Leute, was kommt jetzt? Mit was fahren wir jetzt weiter? Oha. Oh Gott. Chef, selber, wow. Hallo. Einer könnte doch mitfahren, glaube ich, oder? Seid ihr aufgeregt? Nee. Ja. Nein, warum? Ach, habt ihr schon mal gemacht? Nein, aber. Okay. Okay. Das okay. Die gibt es auch gute. An. Ja, das nehme ich mal an. Warum willst du nur mitfahren? Ja. Komm, Schwein. Komm, Schwein, Alter. Leute, die hier schlafen, werden auch manchmal mit diesen Dingen abgeholt. Also, hey, warum alle steigen aus wie nichts? Wie macht man das denn hier? Na, da ups. Okay. Prösterchen. Ich bin Lattenstramm. Oh. Was bist du? Lattenstramm. Der Griechlunte. Wir haben Horst nämlich ein Buch gegeben, mit so einem deutschen, berlinerischen Dialekt so Sachen übersetzt. Nein, kann man das gerade verstehen? Weil er hat uns das auch mit dem Südtiroler Dialekt gegeben. Genau. Weil wir cute sind. Nein, also bitte, wir haben nur 4-5 Zimmer gehabt. Das ist in 1990 haben wir das letzte Mal das umgebaut, also praktisch 25, 30 Jahre war die halt so. Und haben aber auch ziemlich sonst schon Betrieb gehabt, vorher schon, auch wie zum Beispiel jetzt Hochzeiten haben wir auch und verschiedene Feiern und Albenkirchtag und Kirchweih. Das ist so krass, Leute, wir haben ja kein Handy empfangen und er hat jetzt gerade erzählt, das haben wir hier erst in 6 Monaten gerade, also es ist nagelneu. Diese einen hier bestand vorher so eine kleine Hütte, weil es hier einfach sehr wenige Hütten in der Gegend gibt auf dieser Höhe. Was war das für ein Zeitei? Und bei den Bauarbeiten wurde einfach in beide Kräne, weil es hier so weit oben ist, das sind fast auf 1900 Meter, also 1800 irgendwas. Und in beide Kräne ist einfach der Blitz eingeschlagen und die waren hier halt alle anwesend. Und es hat sich zum Glück keiner verletzt, das ist einfach so krass. Aber es war halt, ist halt so weit oben, das ist schon heftig. Man hat sowas noch nie gesehen, es war einfach alles weiß und so. Und so ein lauter Knall wie bei einem... Eine Bombe so. Und der letzte Parkplatz hierzu geht irgendwie nur bis 1700 Meter und dann muss man halt entweder ein bisschen hochlaufen oder man wird halt abgeholt, so wie wir gerade mit diesen Rampen, Raupen,
Hey Leute, wenn ihr das jetzt hier riechen könntet, das riecht hier so geil nach so einem... Oh, perfekt. Danke für nix. Das riecht hier so geil, so nach so einem frischen Holz. Das riecht hier so geil. Das ist so angenehm. Ich liebe Holzkuchen. Mann, ey. Wisst ihr, was das heißt für alle Berliner unter euch? Sag's nochmal. Ich rieche Lunte. Okay, weiter geht's. Mit eigenen Ofen, wo auch alles funktioniert. Die Klassenfahrt war so gut. Schaut mal, Leute, wie krass es einfach hier auch so rum ist. Vielleicht ein mögliches Klassenfahrtzeit. Ach so, genau. So, jetzt geht's ab in den Snow. In den... Oha, geil. So schön hier. Guck, wie neblig. Ach so, wir gehen in eine andere Hütte. Was willst du denn essen jetzt? Ich nehme heute die Kartoffel Lauchcremesüppchen. Oh ja. Dann die Spinatrouladen. Ja. Und ein Eis. Das sieht sehr gut aus. Das ist echt krass, dass wir das hier erleben können, oder? Ich bin einfach so dankbar, dass wir das... Ich muss mich dabei selber filmen, sonst bin ich cringe. Das sah gut aus. Ich bin mega dankbar, dass wir das erleben dürfen, weil... Weil einfach so ohne, also wenn wir Horst nicht kennen würden, Horst hat das ja alles so für uns geplant, wenn wir ihn nicht kennen würden, dann würden wir sowas einfach nie erleben. Wir haben hier so eine Führung bekommen und alles sind so mega nett zu uns, alles wurde so geplant, wir haben hier so ein Menü zusammengestellt bekommen und so. Weil jeder hier in diesem Ort einfach Horst kennt, das ist so geisteskrank. Horst hat die beste Connection der Welt wahrscheinlich. Ja, und normalerweise würde man ja nicht einfach nachts auf so einen Berg hochfahren mit so einem komischen Gefährt und so. Und das ist einfach so, sind so coole Erlebnisse. Thank you. Also Leute, es wurde leider wieder abgeräumt, weil ich schon aufgegessen habe. Ich habe es vergessen. Aber hier gab es gerade Spinatrouladen. Delish. Das Beste kommt zum Schluss, das Dessert. Und? Zweiter Kurs. Kein Deutsch in meinem Vlog. Keiner lacht. Oha Leute, schaut mal, wie neblig es jetzt hier ist. Das war ein sehr schöner Besuch. So, Rückfahrt müssen wir uns ein bisschen mehr quetschen hier. Zu, wie viel sind wir jetzt? Zu 8 in so einem Ding? Perfekt. Aber das ist normal in die Tiroler mal. Boah, Leute, Marcel ist jetzt gerade noch, er hat ja seine Dartscheibe bei Leon im Zimmer aufgehangen, weil da die Türen besser sind. Jeder Raum hat hier ja so eine andere Gestaltung. Wir sind jetzt wieder zu Hause, es war eine rasante Fahrt im Nebel. Ich bin einfach so dankbar, dass ich das erleben darf und ich bin so dankbar, jemanden wie Horst kennengelernt zu haben mit seiner süßen Familie. Seine Söhne Jonas und Elias sind auch so cool. Seine Frau ist eigentlich auch mega die Süße, aber die ist leider gerade krank, deswegen haben wir sie noch nicht gesehen. Ich hab die Grippe. Also gute Besserung an dich, falls es noch nicht weg ist, wenn das hier online kommt. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten beiden Tage hier. Es macht einfach alles so sehr Spaß. Ich hoffe, das Wetter wird morgen ein bisschen besser wegen dem Skifahren. Also es war jetzt sehr, sehr neblig bei den geilen Pisten oben. Ja, und ich bin gespannt. Morgen essen wir wieder hier und so. Dann gehen wir nicht mehr so groß raus, weil wir sind wirklich komplett im Arsch. Ich würde auch sagen, dieser Vlog ist an dieser Stelle zu Ende. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaut auch sehr gerne bei Horst vorbei. Ich verlinke euch sein Instagram mal in der Infobox. Und ich kann es euch hier wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr einen geilen Skiurlaub haben wollt mit jemandem, der sich wirklich auskennt und viele Connections hat und einem einfach auch sowas organisieren kann, was wir heute organisiert bekommen haben. Also... Der hat wirklich, der kennt hier jeden. Wenn du irgendwen im Skigebiet fragst, jeder kennt Horst. Es ist so lustig. Okay, Leute, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns in 2 Tagen beim nächsten Video. Oder warte mal. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, die Upload-Tage. Bis.